Polly. Mo. Servus. Hallo, servus, willkommen zurück zu Open Game Night. Wir spielen Whistleblower, das ist der Mo, das ist der Hector, ich bin der Paul. Fertig, los geht's. Du bist halt gar nicht zum Spaßen aufgelegt. Null. Ich glaube, du musst da runter ins Loch. Irgendwie hänge ich. Woran? Du bist am Fallen, ja? Sehr gut, willkommen zu Open Game Night. Was ist das? Oh? Kannst du springen? X kannst du irgendwas drücken? Das schaut aus wie Laden in Spielschatten, oder? Ja, geh mal auf. So, ja, und damit verabschieden wir uns von der heutigen Folge. Bis zum nächsten Mal, mach's gut. Viertel, das war's, servus. Hallo, servus, willkommen zu Open Game Night. Das ist der Hector, das ist der Mo, ich bin der Paul. Er ist immer noch total enthusiastisch. Er leckt mich am Arsch, Mann. Wir spielen Whistle. Also ihr habt bei dir richtig das Gefühl, dabei zu sein. Ja, das ist doch gut. Da hat jemand richtig Spaß. Alter, voilà. Ich gleich nochmal da reinrennst, dann schlage ich die zusammen. Aber ein bisschen Halbhartstamm. Halbhartstamm? Halbhartstamm. Der kein Halbhartstamm. Ich habe einen Semi-harten gerade, aber das ist was anderes. Ja, einen Prä-harten. Ja, erst hat es funktioniert. Wo ist die Wasserleiche, dass sie wieder komplett mich einspült? Wie bei Resident Evil. Boah. Boah, fick dich doch! Wie war das mit dem Einstuhl? Ja, der Kackstift mal schon. Na, einfach nur raus jetzt. Passt. Packen Sie endlich mal einer. Ja, bitte. Der Leiter. Spielen wir jetzt Out Star Wars. Whistleblower schlägt zurück. Der Whistleblower schlägt zurück. Der Whistleblower schlägt. Ah ja, dann. Das wäre aber schon ein geiles Easter Egg, wenn da irgendwo so ein toter Flowrider dran hocken wird oder so. Whistleblower. Das wird mir auch gefallen. Ja, Mann. Oder irgendeiner den Song dann pfeift. Sind wir wieder. Ah, wir sind. Okay, na, schau mal rechts, weil da sind wir doch hermarschiert. Da stand doch alles unter Strom. Ich hab gesagt, da stand alles unter Strom. Ja, du hörst auch nicht auf mich jetzt. Warte. Ich hab bloß nur geschaut, ob deiner steht. Da liegt jemand auf alle Fälle. Ah. Ah, andere Seite. Da schaut sich den Maschenradzahn gerade an, oder? Ha? Ich glaube, nee, da schaut der gerade so. Maschendrahtzaun. Gott sei Dank hast du gerade nicht hingeschaut, ohne Witze. Ich glaube, ich habe mich so brutal eingeschissen. Ich glaube, der ist von da oben runtergefallen. Echt? Bestimmt. Wir sollten da hochgehen. Nach da, also, weißt du ja, von da oben ungefähr nach hier. Aber, ja. Paul, geh jetzt weiter. Könnt ihr auf Zeit zu schinden. Könntest du bitte mal. Es wäre so einfach. Ich glaube nicht mehr dran, die Wahrheit zu offenbaren. Es gibt keine Wahrheit, nur Lügen, die wir zu lange geglaubt haben, anstatt sie zu hinterfragen. Es sind unsere Kinder, Lisa. Ich würde den leichten Ausweg nehmen, wenn wir die Jungs nicht hätten. Ich scheiß auf diesen verdammten Ort. Ich werde alles aufstehen, um hier rauszukommen. Durch die Tür. Ja, schaut sich den Maschendrahtzaun an. Ja. Ist der gratis, gerade? Ludwig, wir brauchen noch eine Masche. Ludwig, bring die Masche. Oh yeah. Oh nee. Wendeltreppenboy. Weiß man eigentlich ungefähr, wie viele Spielstunden dieses Spiel hat, Whistleblower? Ich hab keine Ahnung, wie lange es geht. Whistleblower, glaub, also im Schnitt, glaube ich, 4 oder 5. Ich schätze mal, was? Ich Minuten, schätz mal Stunden, nicht, Tage, Minuten, Jahre, ja, Kartoffeln. Minuten, genau. Kartoffeln. 5 Kartoffeln hat Whistleblower ich auf hab jeden bei Fall. Ich habe mein Mathelehrer immer gesagt. Oh nee, Physiklehrer. Dann sagt sie, ja, wie ist das? 10. Okay, was? Okay, Kartoffeln, Spiegelspäne. Oha. Jetzt hängen wir einfach eine Weile. Euro-Training. Euro-Training! You're a girly man! You're a girly man! You're a girly man! Nobody talks like that! Greif uns. Irgendwann ist es soweit und dann werden wir es nicht erwarten. Ich hoffe, ich habe es im ersten Teil schon erwartet und es kam nicht.
Oder wenigstens aus dem Fenster raus oder so, weißt? Die Frage ist halt, warum gehen wir da hoch? Was ist unser Auftrag? Verwaltungsgebäude, es gibt sonst keinen Weg. Schöne Berg, da könnte man mal wieder zum Skifahren gehen, okay? Ah, das ist der Mount Massive. Das ist der Mount Massive. Wenn du ganz nah hinzoomst, dann hörst du ihn rappen. Oh ja, spring mal. Oh, fuck. Das schafft er nicht. Nö. Aber wärst du da überhaupt drüber gekommen? Vielleicht, irgendwie. Vielleicht, ich bin da auf jeden Fall zu früh abgesprungen gerade. Echt? Mhm. Dezent. Schau mal, da ist er, da geht's. Nee, der muss springen. Ja. Hilft dir nix. Genau, jetzt renn mal. Nimm mal schön Anlauf. Usain Bolt! Jetzt Alter, ja, klar! Jetzt sieht man einen noch. Jetzt hoch mit dir, verdammt nochmal! Ja, jetzt habt ihr mich. Wirklich, wirklich. Ach, jetzt stirbt er nicht. Das überlebt man. Kann ich wenigstens nochmal Schuhe oder sowas holen, wirklich. Steh auf. Irgendwas passiert. Komm, jetzt ein Schraubentier dort Hand. Nee, das ist nicht Resident Evil. Dosen. Cola. Dosen. Das sind Dosen. Bleib stehen. Ups. Er hört was. So. Geh mal wieder zurück mit deinem Zoom, bitte. Danke. Schau mal, ob du da drüber kommst irgendwie. Da ist doch eine Treppe. Seh ich nicht. Da geht's weiter. Läuft. Stabil. Wir sind im Start und die Welt ist groß. Wir haben kein Ziel, aber wir fahren los. Ah, da musst du unten durch hier. Ja. Schau mal links. He'll hurt us. He'll hurt you. Kommst du da? Nee. Oben drüber, oder? Ich glaub nicht. So, und jetzt? Schaut wie aus wie bei uns im Bandraum. Man kommt nirgends durch. Stimmt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles gut. Alles gut. Ist kein Musik losgegangen, mich hat niemand gesehen. Gibt's auf jeden Fall ein Bett zum Verstecken? Oh. Wie war das mit der Musik? Sehen wir soweit. Da ist niemand, ich glaube. Ich glaube auch nicht, dass es einfach nur Angst mache, aber sie funktioniert. Sie definitiv. Da ist er. Einer. Na, der hängt. Ja. Hängt ein bisschen ab. Oh, was zum Lesen. Wieder drinnen. Es ist fast so, als ob ich immer tiefer reingerate. Je mehr ich versuche, rauszukommen. Töte sind keine Überraschung mehr. Selbstmord scheint eine riesige Entscheidung zu sein. Es ist im Sächsischen so, dass man alle O's als Ö nimmt. Und A als Ö. Fast, ja. Ich glaube ja, schon. Geräte. Geräte. Was ist oh! Hallo! If they catch us, they'll give us to him. The man downstairs. Sehr busy. Gott. Okay, ja, weiter. Das ist unser Freund, der passt, der ist chillig. Der gehört zu uns. Oh, weiter geht's. Er gehört zum Team Monster. Team Monster? Monster. Monster. Das bin ich. Monster. Mein Team. Was? Team Monster. Das ist gut. Das ist dein Team komplett. Battery? Nee, schade. Jetzt kann ich aber langsam mal wechseln. Gut.
was war das? Ich warte eigentlich auf diesen einen Moment, wo wir Batzelit. Oh! Oh! Kill the rats! He's here! Inside! The walls! Kill him! Oh, da liegt was. Oh, was zum Lesen. Was zum Lesen? Hier, was zum Lesen? Dr. Ford. Was an diesem überlegen, Nachmittag, an diesem Nachmittag habe ich ein weiteres Interview mit Ihrem Patienten Dennis durchgeführt und ich stimme Ihrem Verdacht zu. Innerhalb des 40-minütigen Interviews hatte ich reichhaltigen Kontakt mit allen Vieren von Dennis' Persönlichkeiten. Soweit ich es einschätzen kann, handelt es sich um zwei Brüder, den Vater und den Großvater. Bürder. Oh, da steht wirklich Bürder. Handelt es sich um zwei Bürder. Den Vater und den Großvater. Hey, Bruder. Zwei Bürder, ich butter dich weg. Sie scheinen sich hauptsächlich um eine Art lebensbedrohliche Flut zu sorgen. Auch wenn es nicht erkenntlich war, ob dieses Ereignis schon stattgefunden hat oder ob es unmittelbar bevorsteht. Die Klarheit seiner Wahnvorstellung und die performative Ausdrucksweise seiner Persönlichkeit lassen darauf schließen, dass es sich um eine Simulation handelt. Ich gehöre normalerweise nicht zu dem Fürstenburg-Verfechtern, den kategorischen Skeptikern von dieser sensiblen Persönlichkeitsstörung. In diesem Fall scheint es sich eindeutig, um eine Findung eines aufmerksamkeitssuchenden Patienten zu handeln, der erst Symptome von extremen Narzissmus und einer zwangsreichen Reserve ist. Herrschaftszeiten, setzen Sie den Schock der Befort. Hochachtungsvoll. Ich habe mir gerade so einen Sack vorgestellt, der 30 Jahre in derselben Kneipe rumhängt und so redet. Einfach ein Scheiß. Ich muss dir einmal mal sagen, mir ist prächtig. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mir ist prächtig. Ganz leicht. Wetten, der packt dich ja, mich jetzt. Nee. Nee, Ivo. Ach, Ivo. Hallo. Hallo, hallo, hallo! Huch. Ist links von dir, glaube ich. Ja, da ist nichts. Wir müssen immer weiter. Hilft dir nichts. Du bist zu. Brauchst gar nicht schauen. Da kannst du vielleicht nicht. Er ist auch zu. Du bist recht einfach mit zu, gell? Kannst du nichts machen, wenn zu ist, ist halt zu. Ui. Du bist auch zu, ey. Sag's mir. Nein, links. Da. Ich hab nur geschaut, ob da hinter dem Balken eine Tür ist. Hatte schon seinen Sinn. Wer baut denn so ein... Ich verlege jetzt mal die Wasserrohre mitten im Raum. Ich hab keinen Bock auf Flüsse klopfen. Kommst du rechts hoch? Da. Ja, okay, zu dir. Ich will weggehen. Oh, oh Gott, das war eine richtig gute Idee. Falsche Entscheidung. Oh, da geht's. Nein, du läufst wieder zurück, glaube ich. Oder? Ich glaube, er weiß selber gar nicht, wohin rennen. Da, ah, sehr gut. Läuft doch. Lass, kommt doch die Tür mit sich. Diesen Spruch läuft doch. Mach den nicht. Ah, alles gut? Der hat der schon richtig gut funktioniert. Da geht's hoch. Na, ich glaube, da muss ich schon weiter hoch irgendwie. Nein, wieder hoch. Und jetzt schauen wir nach oben. Da, da geht's hoch. Ja, also. Geht doch. Und dann die Treppen einfach vielleicht über den Mund. Das kommt wahrscheinlich durch die Tür. Ja. Na, alles gut. So, und was ist hier passiert? Sehen wir dann in der nächsten Folge Open Game Night. Ich hatte gerade Spaß. Okay. Du darfst gerne weitermachen, Paul. Leck mich. Ich war der Mo. Ich war der Paul. Ich bin der Hector. Und mach's gut. Pirti. Servus.
Genau.